Wie viel Eigenkapital brauchst du denn? Wir haben gesagt, 300.000 ist der Kaufpreis, 10.000, 30.000 Euro sollte jetzt eigenes Kapital mitbringen. Das heißt, 30.000 Euro ist mein Eigenkapital, muss ich also finanzieren, 270.000 Euro. Jetzt bin ich mal hingegangen und habe gesagt, in der Regel ist so eine Durchschnittstilgung 2%. Wenn ich 270.000 Euro tilgen möchte, dann sind das in etwa 450 Euro, sind die pro Monat. Das heißt, deine Tilgung pro Monat wären bei Kauf 450 Euro pro Monat. Und der Zinssatz, weil der bei 2% ist, und das ist realistisch, ich würde gerne einen kurzen Ausflug machen zum Zinssatz. Im Januar war der Finanzierungszins, hatte ich eben gesagt, 0,9. Aktuell bewegen wir uns zwischen 1,7 bis 3%. Kann mir einer sagen, wie sich der Leitzins der EZB seit dem Zeitraum verändert hat? Im Chat würde mich sehr interessieren, was da rauskommt. Gar nicht. Ist angestiegen, nein. Ich kann euch, richtig, er ist bei minus 0,5 geblieben. Das sagen jetzt alle, verstehe ich nicht. Warum ist denn der Finanzierungszins hochgegangen? Ja, fragt mal eure Bank. Ist immer ein ganz interessantes Spiel. Was da für Antworten kommen, ich kann euch sagen, es ist der Gewinn der Banken, der steigt. Weil der Bank, also es gibt viele Theorien, aber ich bin mir da ziemlich sicher und auch von einigen Bankern aus der Hinterhand gehört. Aber wir gehen jetzt mal vor, damit nicht jemand sagt, der Herr, der lügt mich hier an und der erzählt hier mit Traumzahlen, der möchte sein Torwart nur schön darstellen und gegen die Aktien gewinnen, ne Paul? Nein, will ich nicht. Ich möchte realistisch bleiben. Ich möchte euch sagen, okay, wir gehen mal mit einem Zinssatz von 2% rein. Also sind auch Kosten von 450 Euro im Monat. Das heißt, meine Ausgaben, siehe da, wären vergleichbar mit der Miete. Also ich zahle 450 Euro pro Monat Tilgung und ich habe 450 Euro Zinsen, die ich an die Bank zahle. Jetzt gibt es aber einen kleinen Unterschied. Das heißt, zu dem jetzigen Zeitpunkt wäre meine Miete und meine Kosten für den Kredit gleich. Sind sie aber nicht. Jetzt gibt es nämlich folgenden Effekt. Ihr habt ein Zwangssparen, das nenne ich nämlich die Tilgung, heißt, da würde ich euch bitten, schreibt mal neben die 2%, das ist ein Zwangssparen. Das ist keine Tilgung, die Tilgung gefällt mir nämlich überhaupt nicht, das ist ein Zwangssparen. Dieses Wort solltet ihr euch aufschreiben, weil Miete ist nämlich, das Geld ist futsch. Das Geld ist futsch. Und die 2% Tilgung sind euer Zwangssparen. Und die 100 Euro, ja, da hat einer ganz gut aufgepasst, die haben wir als Instandhaltungsrücklage, die fallen an, wenn eine Reparatur anfällt. Aber ich will ja gar nicht so sein, dass ich sage, oh, auf die verzichte ich, aber die müssen wir natürlich mit berücksichtigen, dass wir die als Rücklage bilden und dass wir die haben, falls was kaputt geht und so weiter, kleine Reparaturen. Absolut. Aber jetzt kommt das Interessante von der ganzen Geschichte. Wir haben 270.000 Euro an Kredit aufgenommen. Wisst ihr, wie hoch Immobilien aktuell im letzten Jahr in Köln gestiegen sind? Prozentual oder auch über ganz Deutschland? So ein Crossover, wie viel Prozent? Würde ich mal sehr 7%, 7%. Andreas, der ist ein Fuchs. Es sind tatsächlich 8% gewesen. Es sind 8% gewesen. Das heißt, wenn ich die 300.000 Euro meiner Wohnung annehme, wären die ein Jahr später, hätte ich welchen Wert der Wohnung? Ich mache es relativ kurz. Nach dem ersten Jahr wäre der Wert meiner Wohnung.
habe ich erstmal nicht in der Tasche. Aber der Wert ist da. Der Wert ist da. Das heißt, ihr könnt den Hebeleffekt Wertzuwachs 8%, also die 324.000 Euro eintragen. Und jetzt zeige ich euch mal, was es bedeutet, was ein Hebeleffekt ist. Wie hoch war mein Kredit? Wer aufgepasst hat? Im Chat 270.000. So, was wir hier berücksichtigen müssen, ist, ich habe ja im ersten Jahr mein Zwangssparen gehabt. Das heißt, der Wert ist ja um 5.400 Euro niedriger. Das ist die sogenannte Tilgung. Ihr schreibt euch bitte Zwangssparen dahin. Das heißt, im ersten Jahr habe ich 5.400 Euro von meinem Darlehen getilgt. 450 Euro pro Monat, 2% von den 270.000 Euro, ergeben in Summe 5.400 Euro. Ergibt einen Preis von 264.600. Du sagst, viele, boah, ja, kann ich rechnen, Mathematik ist gar nicht so schwer. Aber jetzt wird es ja interessant. Was hatten wir gesagt, was der Wert ist nach einem Jahr? 324.000 Euro. Ist der Wert meiner Wohnung. Und das offene Darlehen, das ist das aktuelle Darlehen, nach einem Jahr haben wir einen kleinen Gap. Der beträgt summa summarum 60.000 Euro. 60.000 Euro. Jetzt kannst du sagen, ja, 30.000 Euro Eigenkapital, aber 100% Rendite nach 12 Monaten. Jetzt kommt wieder der clevere Satz, ja, aber ich habe sie ja nicht. Komm ich gleich, behaltet bitte diesen Satz im Kopf, ich habe sie ja nicht. Weil das ist nämlich genau der Fehler, den die meisten Menschen haben. Ich würde gerne einen kurzen Sprung machen, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Wir gehen ein Jahr später und wir setzen jetzt mal nur 5% Zinssteigerung an, also Steigerung des Preises. Würde rauskommen von 324.000 Euro, 5% Wertsteigerung im zweiten Jahr, kommen wir raus bei 340.000 Euro. Ist der Wert nach 2 Jahren. Die 264.600 Euro offenes Darlehen nach meinem ersten Jahr reduzieren sich nochmal um 5.400 Euro. Meine Tilgung steigt ja etwas, weil je niedriger die Summe wird, desto höher wird ja die Tilgung. Und deswegen wird nach dem zweiten Jahr ist das Darlehen in etwa noch 259.000 Euro noch Darlehen. Da ist jetzt ein Gap von 81.000 Euro. 81.000 Euro. Das ist der sogenannte Hebeleffekt. Das heißt, ihr habt mit 30.000 Euro Eigenkapital, habt ihr 51.000 Euro Wertzuwachs. Und jetzt wird's interessant, nach 2 Jahren, jetzt gehst du nämlich zu deiner Bank und sagst, lieber Bankberater, ich habe da eine Wohnung, kostet 340.000 Euro, ich habe bei dir nur noch 259.000 Euro Schulden, das heißt, ich bringe ein Eigenkapital von 81.000 Euro mit. Jetzt habe ich etwas in der Hand. Jetzt habe ich 81.000 Euro. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Die Bank, und bestellt dem Bankberater einen schönen Gruß, wenn er es nicht versteht, rechnet es mit ihm mal vor, der Wert, das ist wie Geld. Das heißt, ihr könnt nämlich diese Wohnung beleihen. Und das ist dieser Hebeleffekt von 81.000 Euro. Ihr habt einmal 30.000 Euro investiert,
und auf einmal habt ihr einen Wertzuwachs nach 2 Jahren von in etwa 51.000 Euro. Aber ihr bringt ja an insgesamt eure einmal eingesetzten 30.000 Euro, habt ihr deutlich vermehrt. Und ihr habt 81.000 Euro, eine zweite Immobilie zu kaufen. Hätte ich das alles wirklich so 1:1 umgesetzt, verspreche ich euch eins, wäre ich heute nicht bei 26 Immobilien. Ich hätte wahrscheinlich Hunderte. Ich hatte Angst, weil ich die Angst immer wieder hatte, oh, was könnte alles passieren und so weiter. Ich hatte nicht so einen guten Coach und ich hatte nicht so eine gute Strategie und nicht das ganze Wissen, was ihr bekommt. Ich hatte es einfach nicht. Und das war immer wieder die Angst, die ich hatte, zu investieren. Und ich habe diesen Hebeleffekt. Unser Kopf kann mit diesen Dingen, das ist total schwer. Und da werden manche gleich auch nur sagen, da stimmt doch irgendwas nicht, da ist doch irgendein Fehler. Nee, das ist kein Fehler. Der Fehler ist da, soll ich euch euren Fehler sagen? Den sage ich euch gerne, das sind nämlich die 900 Euro Miete, die ihr zahlt pro Monat. Das sind im Jahr wie viel? 10.800 Euro zahlt ihr pro Jahr, die sind weg. Eine richtig teure, erkaufte Freiheit, weil mir jemand sagt, ich wohne zur Miete, ich bin frei. Sag ich mal, eine teure Freiheit hast du dir da erkauft. Der zweite Punkt ist, in 10 Jahren sind das 100.000, über 100.000 Euro, die sind weg. Ihr habt quasi das Geld für jemand anderen arbeiten lassen und ihr habt dafür bezahlt. Das ist das Schöne. Ich könnte jetzt ganz hässlich sein und sagen, ich freue mich darüber. Aber ich möchte ja euch dazu animieren, dass ihr genauso denkt und sagt, hey, wie viele Jahre wohne ich denn jetzt schon zur Miete und ich habe noch immer nicht gehandelt.